Sponsorenverträge 8, 2. Das muss eigentlich richtig boomen hier. Richtig boomen, Hammer. Machen wir hier noch ein bisschen Hightech-Industrie. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das sehr gefragt ist. Na gut, sonst würde ich das ja auch nicht bauen wollen, ne? Butzelte Stellen. Hier eine rein und da eine rein. Und überflüssig. Ja, hier hauen wir vielleicht doch ein bisschen Gewerbegebiete rein. Hier, hier, so, hier sieht doch nicht aus. So, zack. Da mal was, da auch was. Hier kann noch bestimmt mehr hin, oder? So. Okay, Escape. Oder so eins rein und dann kommen da ganz viele Parks. Parks! Wir wollen einen ganz länglichen Park. Oh, Tennis. Tennis spielen wollen viele. Wette ich. Wette ich mit euch. Wie ist das eigentlich mit der Straßenanbindung? Kann ich die hier einfach so durchziehen? Ne, nicht wirklich. Aber die kann ich hier so. Ich weiß, ich bin so genial. So genial bin ich. Zack. Haben wir das auch geklärt. Obwohl, hier könnt ihr auch so durch, ne? Warum nicht? Ehrlich gesagt, warum nicht? Ich habe das Gefühl, hier ist ganz viel los, hoher Verkehr. Sie sagen zwar nichts, aber ich habe trotzdem das Gefühl. Dann baue ich mal die Straßen schnell aus. Gesundheit geht zurück. Warum das denn? Ich dachte, ihr seid voll zufrieden. Die Bäume wachsen auch wie blöd. Hier kommt so ein bisschen Hightech so langsam. Trauen Sie sich doch mal. Wie niedlich. Ja, was habe ich noch? Ich hatte noch mehr Geschenke. Oh, ich will. Nee, das habe ich schon. Das wäre geil. Was brauche ich? Gewerbebevölkerung 25. Haha, guck mal hier. Das wird mir direkt angeboten. Kommt hier oben hin. Am besten hier so. So, irgendwie hier so hin. So, zack. Zack, bam. Da müssen die sich eigentlich alle erholen hier. Ja, Tatsache. Das tun sie dann auch. Perfekt. Wie sieht's aus mit den Jobs? Joa, jammert keiner aktuell rum. Ich habe mir auch mal überlegt, eigentlich könnten wir. Oh, WTF, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Müsste das Gefühl ausmachen. Eigentlich können wir auch. Eigentlich. So, jetzt komme ich mal dazu. Mal so eine Büchereistelle bauen. Ja, ich denke da. Das sieht ganz gut aus. Mein Gott, wie viele Bücher da direkt ausgeliehen werden. Die Pornös. Ja, die brauchen immer mehr Jobs, ne? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was ist denn das für ein Mittelstand? Der Mittelstand. Was wollt ihr? Hightech. Hightech, Hightech wollt ihr. Da ist ganz viel Platz. Ja, vielleicht stört euch nur die Industrie nebenan, ne? Kann das sein? Könnte das sein? Ja, ist das so? Ja, aber voll geil, wie sich das hier so ein bisschen erholt hat. Sind ganzen schwarzen Gebäude ein bisschen weniger geworden. Ja, dann bauen wir doch hier so ein bisschen Hightech hin. Hammer. So, seid zufrieden. Baut Hightech. Ja, geht, ne? Geht jetzt nicht so ab wie gedacht. Aber immerhin. Immerhin tun sie überhaupt etwas für ihr Geld.
So, ja, dann wartet mal. Ich muss doch noch einiges machen. Nein, die Straßen will ich nicht. Ich will die. So. So. Und so. So. Und so. Dann kommen noch ein paar Bushaltestellen hinterher. Zack. Zack. Huch, nee, an die Bahn kann ich das nicht machen. Macht auch wenig Sinn. So eine Bushaltestelle direkt an der Bahn. Ja, der Geldflow, der kommt auch wieder. Boah, was wir alles hier haben, ne? Hier irgendwie so Büro der Bürokratie und hier irgendwie so eine Börse. So alles Mögliche an Dingen halt. Ja, hier kommt auch mehr Hightech hin. Immer mehr, immer mehr. So. Ja, gucken wir bei den Geschenken wieder. Was haben wir noch? Filmstudio will ich. Wo war das? Was möchte ich fürs Filmstudio machen? Ah, da. Stadtgröße 110. Könnte ein bisschen eng werden. Leute, zieht die Köpfe ein. Der Bürgermeister hat gesagt, es wird eng. Und wenn er das sagt, dann hat er wohl recht. So, schnell ein paar Straßen hier hin. Einmal so durch, dann einmal. Oh, was ist das für eine komische Straße? So durch. Will ich noch so eine Bahnhaltestelle bauen? Ich denke, hier so wäre nicht schlecht, oder? Dann noch ein paar Bushaltestellen. Keine Ahnung, hier so vielleicht. Ja, oder Bärchen. Dann expandieren wir hier einfach mal ein bisschen. Auf in die Höhe. Zack. Oh, was hier kommt was. Spirituell auf der Suche nach neuem Haus, hä? Zum Bevölkerungswachstum gehört auch das Wachstum aller unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Bürgermeister, eine von ihnen, die nicht gerade klein ist, sind suchende Spirituelle. Diese Leute. Nochmal von diese Leute, die ihre. Jüdisches Leben auf das Leben nach dem Tod ausgerichtet haben, wachsen über die Grenzen ihrer Möglichkeiten auf dieser Welt hinaus. Sie brauchen ein neues Gebetshaus. Oh, toll. Das kommt jetzt aber mal hier rein. So, da, statt dieses fetten Dingens da. Könnt ihr alle nach da mal hin, nicht hier. Könnt ihr schön dafür krummeln. Ja, passiert ja gar nichts. Jetzt macht man hier so durchschnittlich bebaute und dann passiert da gar nichts. Ah doch. Ja, ich hätte nichts sagen sollen, glaube ich. So. Ah. Scheint beliebter zu werden hier. Hallo. Okay, ich bin einfach das nächste Mal leise. Jetzt kommen immer mehr Menschen hin. Immer mehr. Und mehr. Und mehr. Kann ich hier auch was bauen? Nee. Okay. Kannst ja immer ausprobieren. So, gleich haben wir 110. Huch. Verkehr und die Gesundheit. Was hat der mit der Gesundheit? Das ist doch nicht voll. Ist das wieder voll? Ja, schon wieder. Was soll denn das? Machen wir es größer. Dann kann ich hier hin. Wird das ein bisschen entlastet? Also ein bisschen. Gut. Wird eigentlich gar nicht so entlastet. Ah doch. Gesundheit steigt. Ah, jetzt haben sie sich mal hier hingetraut. Herstellende Industrie. Nee, die wollen wir aber gar nicht, ja. Egal, wir bauen einfach weiter hier so Häuser. Wieso baut er nicht so, wie ich es sage?
So, dann nochmal. Hallo. Boah, wie ich mich abfacken. Tut, was ich sage. Sei hart. Mit artigen Burger. Oh, hier kommt noch ein Park einhauen. Tennis? Tennis? Ja, die wollen Tennis spielen. Die wollen Tennis spielen, wenn ich sage. So, ja, dann hauen wir hier doch mal sowas rein. Das wäre bestimmt geil. Einfach mal testen, so mitten da drin. Müssen ja viele Kunden sein, oder? Kunden, 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 Kunden gering. Ja, jetzt bist du da mitten drin, umgeben von hast du nicht gesehen, wie vielen Bewohnern. Und dann heult der immer noch darum. Das ist ja unglaublich. Bauen Sie mehr Kraftwerke, was? Wie viel Strom fressen die, du? Wow. Gut, die sind ein bisschen ausgelutscht, habe ich das Gefühl. Wir brauchen ein Kraftwerk, was weniger schnell auslutscht. Kohlekraftwerk, keine Ahnung, hier steht nichts dazu. Sehr starke Umweltverschmutzung. Saubere Energie. Bauen wir ein Solarkraftwerk? Nee, wie viel kostet das im Monat? Warte. Wartet, wartet. Monatliche Kosten 1000. Ja, können wir bauen. Hier hin? Ja, hier. Da, so. Wie viel macht das in Energie? Zeigt 5000. Ist halt deutlich teurer im Monat nur. Aber gut. Oh. So, mal schauen, wie das ist mit den Schulen. Das möchte ich erstmal finden. Aus der Perspektive ist das ein bisschen schwieriger als erwartet. Ah, ja. Na, Grundschule. Oh, sind immer noch gut. Boah. Sind immer noch gut besucht. Definitiv. Ja, Gewerbegebiete sind gefragt, oder? Was brauchen wir? Ja, Gewerbe und Hightech. Immer noch Hightech. Ich hoffe. Das ist voll. Voll mit Hightech. Dann funktionieren wir das da oben mal oben. Moment. Zack. Könnt ihr da die scheiß Dinger nehmen? Da. Das. 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 Könnt ihr auch nehmen. Das da auch. Hier ist auch noch Platz. Das sieht auch verkommen aus. Hier, ja, perfekt. Die haben es geschickt. So, es kommt auch weg. Die kommen auch weg. So, die beiden auch. Das sieht auch nicht mehr schön aus. Hier, die stehen auch bestimmt leer. Weg. Hallo. WTF, ich kann es nicht auswählen. Da, ist auch leer. Das Autokino wurde ersetzt. Durch. Ja, Wetten, das sind so, so. Fühl dich wohl, Spar. Aha. Einzelhandel. Kunden gering. Oh, Mittel. Perfekt. Sprechensrate niedrig, Kundenmittel. Ich frage mich ja immer, was man so tun kann, ne? Um die Kunden so ein bisschen da anzukriegen. Obwohl, da fällt mir gerade ein, da könnte man noch so ein Monument setzen. Wo hatten wir Wahrzeichen?